Aua. Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Rufus! Rufus, sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? McChronicle? Schau mal, Goal. Es ist McChronicle. Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und Deponia von Phulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein, ich bin ein Monster. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? Tja. Okay. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Verzeih mir, Vater! Was? Ich komme zurück nach Hause! Was? Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Okay. Alles klar. Ich bin verwirrt. Noch wer? Nein? Okay. Hut? Irgendwo? Ich will doch nur einen Hut. Mehr will ich doch nicht. Alter, okay, ich bin übel Nee, verplant. Können wir? Oh, wir können das wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Manu! Mit McChronicles Ankunft müsste der Kreis durchbrochen sein. Vielleicht haben wir endlich wieder eine Zukunft. Bestimmt nicht. Tja, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ah, da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt. Wer bist du? Puffnex, er hat uns gesehen. Keine Panik, wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Haha, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Phulox. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallend. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur Schnuffofo. Was sind Phulox? Ich auch. Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Phulox genannt. Aber in der nächsten Auflage. Hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Montgolfiere gearbeitet und... Was zum Kehricht ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klux dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ozelot. Ozelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Goal zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist
kalt machen. Was? Moment mal. Oh, nee. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Oh, nö. Alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Ghoul kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus. Während Kugu noch nach einer passenden Sicherung sucht. Komm, wo ist ein Hut? 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 Ja gut, Aluhut. Sind wir bald durch eigentlich mit dem Spiel? Ich hab das Gefühl, wir sind bald fertig mit dem Spiel. Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf! Bevor mir noch versehentlich der Vorderhuf ausrutscht. Okay. Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, meine Shinshumas Ferronungel zu bekommen, aber vielleicht immer noch besser als gebusockt zu werden. Oh, diese Sprache. Hey, was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Ja. Verstanden? Aua. Gibt es denn keine andere Lösung? Nein. Noch ein Versuch. Hey, Tuck. Verstehst du mich? Klar und deutlich. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Als ob. Nicht doch, du beschämst mich. Oh, echt jetzt? Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Kommst du durch die Tunnel von hinten an unsere Fesseln ran? Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Ich bringe das zu Ende. Was? Du schaffst das, Tuck. Ich bringe das zu Ende. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Alles klar. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Okay. Tut mir leid, Hut. Du schaffst das, Tuck. Ich glaube auch an ihn. Ich glaube an Tuck. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Ja, ich nehme ziehe meinen Hut vor dir. Und? Los! Ich hab zwar keinen Hut, aber okay. Abbruch! Abbruch! Was? Ich fürchte, wir werden mit dieser Idee baden gehen. Mit einer Ente. Gut beobachtet. Dann müssen wir eben härtere Geschütze auffahren. Okay. Du musst die... Ja. Du musst die Utopianer überwältigen. Ja. Schwierig. Das wird nichts. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun. Ich bringe es zu Ente. Nee. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Okay. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Sir, Sir. Okay, Kommando. Okay. Wenn ich es nicht schaffe... Ja. Du schaffst... Ja. Es war mir... Ja. Oh. Ja. Abbruch. Oh. Ich habe... Keine Freischusslinie, okay. Ich kümmere mich darum. Warte einfach auf das Signal.
Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. So. Passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Ihm, mir. Wir brauchen mehr Bedenkzeit. Ihm. Ihm. Nein, ihm. Nein, nein, ihm. Ich hab's zuerst gesagt. Ich hab's zuerst gesagt. Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach, dich. Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinshuma-Klux aufgeladen ist. Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht? Jetzt! Glaub nicht, dass deine eingeschränkten Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tuck! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du Holax, da ist ja noch einer. Jetzt was? Egal jetzt. Um den kümmern wir uns gleich. Das heißt, jetzt werfen! Jetzt! Und Energie! Wirf schon, wirf! Zu spät! Oh Gott! Oh nein! Kopfball! Was? 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 Wie? Warte, was? Haben wir zu spät gekopfballt? Was? Tja, den Rest der Geschichte kennt er. Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Nein, das war doch nicht das Ende, oder? Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Moment. Was? Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Worauf wartest du? Ich will nicht! Okay, doch. Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal, lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Okay, ich mach's. Na, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Echt? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Nein! Goal! Ja.
Schildbord-Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Puh, was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! Warnung! Hä? In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktion verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Sich in einem Kühlschrank vor einer thermonuklearen Explosion verstecken? Ja! Das ist für meine Verhältnisse minderhirnig. Nein! Nichts ist für deine Verhältnisse minderhirnig. Nichts! Kronoka! Kronoka! Stimmt, das gibt es ja noch. Krass. Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Okay, Alter. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Nein. Ich will keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal. Nein. Warte, wohin drehen wir uns? Nein! Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Was für ein Albtraum! Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Nee. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Echt jetzt? Wir nehmen einfach wieder alles mit. Einfach wieder alles mitnehmen. Okay, dann nicht. Ach egal, ich lass sie ein. Wieso muss ich eigentlich immer auf Toilette, wenn ich die Boni aufnehme? Das kann doch nicht wahr sein. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Gas. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. Ja. So ist letztlich alles... Toni, was habe ich... Okay, das kennen wir alle schon. Ballon, Knickerfolie. Rausgehen. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Jetzt kommt Chronicle, oder? Genau. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp!